Dieter Bohlen ist am 7. Februar 1954 in Bern auf die Welt gekommen. Schon damals merkte er immer wieder, dass den Weg der Musik gehört, weshalb er bereits in der Schule eine Band gründete. Auf Wunsch seiner Eltern absolviert er ein erfolgreiches Studium zum Diplom-Kaufmann. Er versucht sich weiterhin in der Musikwelt und hat auch mal hier, mal da einen Job als Komponist und Produzent. Allerdings waren diese nie langfristig. Im Jahr 1983 gründete er gemeinsam mit Thomas Anders die Band Modern Talking, wodurch der Name des Dieter Bohlen immer mehr Bekanntheit erzielte. Durch Lieder wie You're My Heart, You're My Soul, Cherry Cherry Lady und Brother Louie konnte Modern Talking für diese Zeitepoche sich die Plätze in den Charts sichern und der Erfolg nimmt seinen Höhepunkt an. In der Zeit arbeitete Bohlen ebenfalls an der Serie Tatort mit, bei welcher er an der Musik mitwirkte und einige seiner Lieder auch an manchen Stellen mit eingebracht wurden. 1987 komponierte er die Titelmelodie für die AfD-Sportschau und seine Werke waren für gewisse Situationen von gewisser Bedeutung. Bohlen gründete zudem noch im Jahr 1991 den Musikverlag Pure Obsession, in welchem er Lieder veröffentlicht. Modern Talking wurde im Jahr 1987 fürs Erste aufgelöst, jedoch 12 Jahre später fand sich das Duo wieder zusammen und belebten Modern Talking wieder fürs Neue. Allerdings trennten sich die Wege der Modern Talking-Mitglieder im Jahr 2003, sodass es mit dieser Zeitepoche nun endgültig Geschichte war. Im Jahr 2002 startete er zudem seine nächste Karriere, und zwar als Jurymitglied für das TV-Format Deutschland sucht den Superstar oder auch das Supertalent. Aber besonders DSDS, in welcher er nicht nur durch seine immer wieder eintretenden Teilnahmen in der Jury bekannt wurde, sondern auch durch seine Sprüche, welche mal mehr oder weniger viral gehen. Von mir kannst du keinen Respekt für Schwimmen erwarten, weil Scheiße schwimmt auch. Ja, ich spreche mich lieber nicht an. Was hast du jetzt schon bei dreimal Nein nicht verstanden? Ich habe das schon verstanden, Dieter. Darf ich meine CD hier abgeben? Du kannst unten beim Pförtner abgeben. Vielleicht hört der die sich an. Aber hübsche Haare hast du. Es gab wirklich viel bessere. Ich glaube, jetzt wisst ihr mehr über Dieter Bohlen, als ihr jemals wissen wolltet. Doch ich wäre nicht Johnny, wenn dieses Video nicht einen animationsspezifischen Bezug hätte. Ich denke, ihr wisst schon, um was es in diesem Video gehen wird. So gibt es bereits im Jahr 2002 die ersten Autobiografien zum Dieter mit dem Titel Nichts als die Wahrheit, welcher nicht nur ein Bestseller war und mit der Goldenen Feder ausgezeichnet wurde, sondern es auch noch einen zweiten Ableger bekommt, und zwar Hinter den Kulissen, welches auch einige Problematiken mit sich brachte, da Dinge in die Öffentlichkeit kamen, womit einige nicht so ganz einverstanden waren. Und im März 2006 kam bereits auch der Film heraus, Dieter, der Film, welcher sich satirisch und prägnanter mit dem Leben des Musikers auseinandersetzt. Und in diesem Video werde ich mir diesen deutschen Kultklassiker etwas näher betrachten, den ich neben den deutschen Animationsfilmen wie Das kleine Arschloch und die Wendeteile einordnen würde. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei meiner neuen Filmanalyse rund um den Dieter Bohlen Film. Wenn ihr nichts mehr von meinen Videos verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Der Dieter-Film ist eine Produktion der Trick-Comedy-Filmproduktion, welche auch für die ganzen Werner-Filme, aber auch für andere deutsche Klassiker bekannt ist. Die Regie wurde von Michael Schark und Tobi Genkel geführt, welche ebenfalls mitunter an den Werner-Filmen beteiligt waren, wodurch man auch sicher einige Gemeinsamkeiten bemerken wird. Der Film ist jetzt eine Gesamtlänge von 86 Minuten und ist sogar ab 6 Jahren, wobei das ein Punkt ist, worauf ich später noch etwas mehr eingehen werde. Der Bohlen hat zwar das Lied Gasoline, welches immer wieder Teil des Filmes ist, geschrieben und auch die anderen Werke, welche hier behandelt werden. Allerdings spricht er sich nicht selbst, sondern ist nur der Erzähler seiner eigenen Geschichte. Bevor ich aber zu dem Werk an sich zu sprechen komme, hier noch ein paar wissenswerte Fakten. Der Film hatte einen Aufwand von 6,5 Millionen Euro und war eigentlich schon im Jahr 2004 fertig, wurde dann aber auf 2005 verschoben, allerdings wurde dieser abgesagt. Die offizielle Begründung war einfach, dass der Zeitpunkt nicht mehr passend sei und dieser Film für das Kino nicht mehr so ganz geeignet wäre. Unter anderem auch den langsam abflachenden Hype des Jurymitglieds. Aber das nur mal so am Rande. Dazu sollte ich zuerst betonen, dass alles auf einer sehr satirischen Basis entstanden ist und das merkt man auch sehr. Der Artstyle ist für deutsche Produktion auf einem soliden Niveau. Es ist kein Film, welcher durch seine Schönheit heraussticht. Man hat die verschiedenen Locations und vieles sieht relativ solide aus. Was sich sicher besonders ins Auge fällt, ist das Aussehen von Dieter. Er sieht sein Ebenbild aus dem echten Leben echt ähnlich, auch wenn mit manchen Gesichtsproportionen etwas übertrieben wurde, erkennt man einfach Bohlen heraus. Und das schon in seinen Kinderjahren. Ein Phänomen, welches ich immer wieder bei solchen Animationswerken bewundere. Dass sie einfach echte Persönlichkeiten wirklich echt überzeugend gut in die 2D-Welt umsetzen und man direkt die Person wiedererkennt. Die Musik des Films ist sehr Modern Talkshow-lastig, aber auch andere Werke lassen sich in Bruchteilen finden. Die Musik ist weniger das, was mich gestört hat. Schließlich geht es im Kern ja auch um einen Musiker. Die Charaktere in dem Film sind sehr abhängig davon, welchen Lebensabschnitt man sich befindet, wobei manche der Charaktere eine deutlich wichtigere Rolle haben. Hauptsächlich hat man sich hier bemüht, den Charakter Dieter sehr gut darzustellen und es sieht ihm schon sehr ähnlich. Nicht nur vom optischen her, sondern auch von der sprachlichen Gestaltung. Auch wenn der Dialekt, der hier vertreten ist, an manchen Stellen nicht so ganz reingepasst hat. Der Hauptcharakter wird auch sehr hervorhebend eingeleitet, schon bei der Intro-Sequenz. Der Anfang ist, wie es am besten zu so einer Biografie passt, eine Spermien-Szene, bei welcher ein Spermium einfach wie der Dieter aussieht und einfach seine eigene Musik aus der Zukunft hört. Ich hinterfrage mal die Logik.
Dennoch ein lustiger Einstieg. Dann kommt das Intro, welches aus verschiedenen kunterbunten Effekten und sonstigen visuellen Hervorhebungen bestückt ist, während das Lied Gasoline spielt. Gerne werden hier auch Schattenelemente benutzt, welche auch an anderen Stellen auftauchen, wie die ganzen Partyszenen im späteren Verlauf, was schon seinen gewissen Charme hat. Der echte Bohnen leitet seine eigene Geschichte ein, welche genau da beginnt, wie er mit seinen Großeltern und Eltern aufgewachsen ist. Dabei wird auch direkt gezeigt, wie seine Art entstanden ist und besonders wird seine Ehrlichkeit hervorgehoben, die nicht immer ganz so angemessen ist. Peter hat vom Willi abgeschrieben und der Willi hat von der Gerdi abgeschrieben. Der erste Teil der Handlung stellt den Weg von einem Niemand bis zum Musiker dar. Wie schwer es ist, wirklich als Musiker anerkannt zu werden und wie viele Versuche man wirklich braucht, bis nicht nur Tiere die Musik lieben, sondern auch Menschen. Viele Schritte werden auch etwas härter dargestellt, wie Showgeschäft ist gleich Scheiße fressen. Aber ich lernte, Showgeschäft ist gleich Scheiße fressen. Zudem spielt hier auch Geld eine etwas zentralere Rolle und wie das Geld das Leben bestimmen kann, was im Laufe der Handlung unterschiedlich ausfällt. Auch das weibliche Dekolleté wird sehr gerne hervorgehoben. Bereits zu Beginn möchte ich durch ein gewisses Schrittthema angelockt werden sollen. Hast du Kohle, hast du Autos, hast du Frauen, genau, so was. Jetzt hatte ich sie, die Formel für Erfolg. Mehr konnte ich mir sowieso nicht merken. Nachdem die Lebensspanne der langen Versuche, in die Musikindustrie einzusteigen und Welle zu machen, scheiterte, kam ein Mann in die Handlung, welchen sich am meisten ein Begriff sein könnte. Mit einer epischen Inszenierung wird Thomas anders dargestellt, wodurch dann die Ära von Modern Talking näher beleuchtet wird und das sorgt für den großen Erfolg. Die ganzen Musikszenen werden hier gerne mal hervorgeholt, sei es visuell oder auch mit einer gewissen Art von Witz, wie als eine Feder einfach der Auslöser von dem Stimmeinsatz von Bohlen beim Lied You're My Heart ist. Und ich denke, diese Szene ist mitunter eine der bekanntesten Szenen im Film, vor allem da es auch sonst nicht so viele Clips vom Film auf YouTube zu finden gibt. Der große Erfolg wird dann immer mehr ersichtlich, auch wenn es sich so viel Platz einnimmt, da sich schnell ein Charakter in die Handlung verirrt, und zwar Nora. Nora ist eine sehr strenge und sehr pingelige, aggressive Frau, welche versucht Thomas anders zu beschützen, da die beiden hier als Paar angesehen werden. Auch wenn sie nur einen kleinen Bruchteil auftaucht, reicht das schon für ihren Charakter, um ihn ausreifen zu lassen. Und sie ist nicht die einzigste Frau, welche eine etwas fokussiertere Rolle bekommt. Denn nachdem Thomas im Modern Talking verlassen hat und mit Nora seinen Weg gegangen ist, ist Dieter wieder alleine, was wieder ein kleiner Tiefpunkt ist, wenn man mal den ganzen Berg an Geld außer Acht lässt. Und ab hier beginnt die Handlung sehr in diese Frauenliebesthematik reinzurutschen. Und im Grunde geht der Rest des Films fast nur noch über die beiden Damen, welche Dieter kennenlernt und die unterschiedlicher nicht sein können. Zum einen haben wir Nadel, welche neben ihren ausgeprägten Körperteilen auch eine gewisse Vorliebe für Sekt hat, was sogar sehr humorvoll, aber ernst dargestellt wird. Denn diese Vorliebe für dieses alkoholische Getränk bleibt nicht nur bei einem Glas oder gar einer Flasche. Manchmal sind es auch ein paar mehr. Ein paar Dutzend mehr. Nadel ist auch die Person, welche bei den Zuschauern als Nebencharakter am meisten im Kopf geblieben ist, da sie eine sehr auffällig entspannte Art hat und nur zu gerne das Wort Jupp verwendet. Jupp. Die zweite Frau, welche Dieter während Nadel bei ihm lebt, wohlgemerkt, trifft, ist Verona, welche einfach mal etwas lang in sein Auto hat und sie sich dann nach und nach besser verstehen. Auch wenn sie an manchen Stellen sehr ignorant vorkommt und sehr gerne auf sich warten lässt, was in einer Szene besonders zur Geltung kommt, als Dieter nur nach oben will. Hier kommen übrigens auch die zwei Rauschmittelnutzer dazu, welche sich einfach einbilden, den Bohlen zu sehen, was ich immer schon als eine sehr amüsante Szene gesehen habe. Danach kommt es zu einer Weltreise, wo er und Verona kreuz und quer über die Landkarte fliegen. Und auch beim Flug merkt man schon, dass sie eine sehr, sehr schwierige Frau ist, wobei das schon seit Beginn klar war. Selbst nach der Heirat mit ihr gesteht er sich selbst ein, dass das ein großer Fehler ist. Das war nicht nur ein Fehler, das war ein mega hammer super großer Fehler. Und können wir mal darüber reden, dass hier die weibliche Brust sehr oft im Vordergrund liegt. Ich meine, es gibt hier einfach nur einen, ich zitiere, Tittentüff, bei welcher einfach die Brüste wieder aufgepumpt werden, wodurch gefühlt jede weibliche Person hier künstliche Brüste hat. Guten Morgen, willkommen bei den Tittentüff. Ich kann sehr günstige und erneuerte Silikonkische anbieten. Eine Stelle, die mir auch etwas Respekt vorkam, war die Szene, in welcher der Paarungsakt der Homo sapiens etwas mehr angedeutet wurde. Entweder aus einer anderen Perspektive oder einfach anhand von den ganzen gemeinsamen Streckübungen, welche man im Bett macht. Man bekommt noch die Soundkulisse zu hören, welche die beiden von ihrem Bett Sport von sich geben. Dazu sollte ich nochmal erwähnen, dass der Film ab 6 Jahren ist. Ich meine, man sieht hier keine richtigen pornografischen Inhalte, bis auf den unbekleideten Bohlen an manchen Stellen, was bei solcher Art von Filmen nur zu gerne mal als Gag benutzt wird. Aber ich glaube nicht, dass dieses Strichmännchen die Sache wirklich besser machen, auch wenn sich ein Kinderhirn dabei nicht viel zu viele Gedanken machen könnte. Aber egal, ich wollte nicht zu sehr den Moralapostel raushängen lassen. Das Ganze endet damit, dass es dann zu einem sehr unangenehmen Aufeinandertreffen der beiden Frauen kommt, wodurch dieser Kampf auf eine andere Weise sehr damenhaft ausgetragen wird.
und Nadel dann schlussendlich verjagt wird. Die Ehe zwischen Dieter und Verona hielt nicht gerade lange an, wozu es dann einfach zu einer Scheidung kommt, bei welcher Verona durch eine verheuchelte Liz einfach 300 Milliarden Mark forderte. Was schwebt Ihnen denn so vor, meine Teure? 300 Trillionen, egal wie lange wir zusammen sind, das ist wahre Liebe. Was für eine dezente Übertreibung ist, glaub so viel Geld gibt es nicht mehr auf der gesamten Erde, aber Dieter Bohlen einfach auf einem Schlag all sein Geld verloren hat. Was uns wiederum sagt, such dir niemals die Frau aus, die nur auf dein Geld steht, sonst siehst du sie und das Geld nie wieder. Danach beginnt die letzte Phase, wodurch wir wieder mehr in die eigentliche Lebenslaufhandlung des Bohlen eintauchen. Und zwar die Wiedervereinigung von Modern Talking, was auch das Schlusslied ist und die Erfolge wieder auf einen neuen Höhepunkt kommen und sich Dieter Bohlen dann nach dem Erfolg im Himmel sieht und es nach einem Happy End für den Musiker aussieht. Doch dann kommt der Twist und er landet auf der anderen Seite, die Hölle. Bei welcher sogar noch die Auswahl zwischen drei verschiedenen Höllentüren hat. Er entscheidet sich dafür, bis in die Ewigkeit in sein altes Studio zu gehen, bei welchem ihm eine böse Überraschung erwartet. Und das war das Ende des Dieter Bohlen Films, bei welcher das bekommt für das, was er als im Leben verbockt hat und er nicht so das schönste Ende hat. Rede ich aber nochmal kurz über den Humor des Filmes. Auch wenn ich einige Stellen schon angesprochen habe, wollte ich nochmal allgemein darauf zu sprechen kommen. Die Witze laufen an sich eher mit der Handlung ab. Manche Szenen bilden kleine Comedy-Momente. Man erkennt auch teils den typischen Humor von deutschen Animationsfilmen, was in der Sprachweise zur Geltung kommt. Charaktere wie Nadel oder manchmal auch Verona bringen etwas mehr Schwung rein. Aber auch so Kleinigkeiten wie die zwei Hippies sorgen für amüsante Momente. Auch wenn der Film sehr satirisch aufgebaut ist und man mehr den Humor dargestellt hat, kommt er nicht immer so gut zur Geltung meiner Ansicht nach. Aber im Gesamten doch relativ solide. Auch wenn alles nicht so ernst aufgebaut wurde, lassen sich auch einige Aussagen rausziehen, welche man auf das echte Leben übertragen kann. Dass man alles schaffen kann, wenn man an sich glaubt und immer seinen Traum in Angriff nimmt. Oder dass der Erfolg schneller wieder vorbei sein kann, wenn Zeiten sich ändern und Wege sich trennen. Oder dass man bei der Auswahl des Partners sehr aufpassen sollte, vor allem wenn man nicht gerade die kleinsten Geldreserven hat. Denn Geld verändert alles, nicht nur einen selbst, sondern auch die Menschen um einen herum. Man kann so einiges raussehen, aber ich denke, das könnten die Kernaussagen sein. Bevor ich zum Fazit komme, wollte ich mich nochmal mit den Problemen des Filmes auseinandersetzen. Mein größtes Problem ist an sich die Aufteilung des gesamten Mediums. Wir haben knapp die Hälfte von Bohlens Werdegang im Musikbereich, wodurch er sich einen Namen gemacht hat, und die andere Hälfte wird dann einfach zu einer Liebeshandlung, welche teils auch sehr intim wird und dies ist wirklich lang. Ich habe das Gefühl, dass die zweite Hälfte nur da ist, um den Film noch etwas mehr in die Länge zu strecken. Und ja, ich bin mir bewusst, dass der Film das Leben von Dieter nicht so ganz runterrattern soll, sondern das mit gewissen Humorfaktor dargestellt werden soll, aber dennoch fand ich den zweiten Teil, auch wenn er teils echt amüsant war, eher unnötig. Aber sonst haben wir dadurch wenigstens einige gute Jokes bekommen, was alles immerhin anschaubar macht. Aber das ist nur meine Meinung und meckern auf meine Art. Sonst sehe ich keine Probleme bis darauf, dass der weibliche Körper hier sehr viel mehr exzentrischer dargestellt wird und es viel mehr um Frauen und den Paarungsakt geht, also die Musikkarriere des DSDS-Jurors. Und schade, dass man nichts über die Story von ihm in Bezug auf DSDS erfahren hat. Das wäre doch auch ein nettes Ende gewesen. Um auch dieses Video so langsam zum Ende kommen zu lassen, werde ich auch schon zum Fazit kommen. Alles in allem ist der Film genau das, was es darstellen soll. Eine satirische Nacherzählung vom Leben des Bohlen in animierter, überspitzter Form. Der Film ist ganz nett und gehört zum deutschen Filmkulturgut, allerdings ist es weit davon entfernt, ein guter Film zu sein. Aber um sich mal einen netten Abend zu machen, kann man den Film anschauen. Und denkt dran, jeder aus Deutschland sollte sich diesen Film mindestens einmal angesehen haben. Wenige Jahre später kam übrigens auch noch eine ernsthafte Lebensgeschichte von Bohlen selber geschrieben auf dem Markt, welche auch viel mehr als ernster Ratgeber fungierte, aber das so nebenbei. Denk, ich habe alles zum Film gesagt, was ich sagen wollte. Jetzt seid ihr dran. Haut gerne eure Meinungen und Ansichten zu diesem Filmwerk raus. Würde mich echt interessieren und ich freue mich schon, eure Kommentare zu lesen. Na dann bedanke ich mich schon mal, dass ihr das Video gesehen habt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Das war's von meiner Seite aus, euer Johnny. Bye bye.